Hallo und herzlich willkommen Hallo. zur Hallo in die dritten Runde. Folge von So kann's gehen, wie Lehrkräfte mit Schüler und Schülerinnen die virtuelle Schule wuppen. Herzlich willkommen alle zusammen. Schön, dass Sie da sind und wir starten einmal mit ein paar technischen Hinweisen. Gleich zu Beginn. Das Webinar wird aufgezeichnet. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Aufzeichnung und der späteren Ausspielung zu. Und damit alle Teilnehmer, vor allem unsere Gäste und die Referenten gut sehen und gut hören können, bitten wir Sie, Ihr Video und das Mikrofon auszuschalten. Das funktioniert, wenn Sie in der unteren Leiste auf der linken Seite das Kamera- und das Mikrofonsymbol durchgestrichen sehen. Also wenn beide Symbole durchgestrichen sind, dann ist alles richtig eingestellt. Sie können natürlich jederzeit Ihre Fragen und Hinweise im Chat platzieren. Meine charmanten Kollegen und ich haben den Chat jederzeit im Blick und wir greifen Ihre Fragen zum Ende des Webinars hin auf und richten Ihre Fragen gerne an unsere Gäste. In unserer Webinarreihe sprechen wir mit kreativen Tandems aus Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften. Sie haben uns in den letzten Wochen ganz viel Inspiration mitgebracht, weil sie die große Herausforderung der Schulschließung als ja, Lockruf verstehen, das Lernen gemeinsam neu zu lernen. Und heute starten wir alle in die schon 8. Woche Lernen und Arbeiten von zu Hause aus. Wir haben inzwischen öfter den Satz gehört, so langsam gruft sich das ein. Ich habe mich an die virtuellen Konferenzen gewöhnt. Ich habe mich auch daran gewöhnt, Kollegen und Schüler in mein Wohnzimmer reinzulassen. Es gruft sich ein. Was ist da passiert? Unsere Komfortzone hat sich vergrößert. Wir fühlen uns nicht mehr ganz so fremd mit der Situation. Und wir finden, das ist eine gute Gelegenheit für einen Blick aufs Detail, auf die Struktur im virtuellen Schulalltag. Und wer sind jetzt wir? Für alle, die heute zum ersten Mal bei uns sind, wir haben auch ein Tandem gebildet, weil es sich zusammen einfach noch besser lernt und wir sie noch besser unterstützen können. Accenture als ein Part im Tandem engagiert sich mit Beratungskompetenz beim Einsatz von Technologie. In ihrer digitalen Lernwerkstatt gibt es Selbstlernangebote für Schüler und Schülerinnen und für Lehrkräfte gibt es Unterrichtsmaterialien. Außerdem unterstützt Accenture Schulen bei der Implementierung von Microsoft Teams. Die liebe Julia Stettner ist aus dem Team bei uns und wird uns heute Einblicke in die Berufswelt gewähren. Hallo Julia. Hallo Berit, danke, dass ich teilnehmen darf. Sehr gerne. Die Pacemaker-Initiative unterstützt mit Schulentwicklungsangeboten und der Qualifizierung von Lehrerinnen und Schulen dabei, ihre eigenen digitalen Wege zu gehen. Außerdem, und das finde ich besonders charmant, werden da Schüler und Schülerinnen als Experten ausgebildet. Die helfen dann wiederum ihren Lehrkräften bei der Umsetzung von zeitgemäßem Unterricht. Kolja Brandstedt wird gemeinsam mit mir durch unser Webinar führen. Hallo Kolja. Hallo Berit, es freut mich wieder dabei zu sein und mit dir gemeinsam zu moderieren. Und als Sereus Bildungsstiftung schlägt unser Herz für Persönlichkeiten wie Sie. Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schulleiter und Schulleiterinnen, Persönlichkeit macht Schule, davon sind wir überzeugt. Und in diesem Sinne tun wir alles, Sie in der Ausübung Ihres tollen Berufs als Führungspersönlichkeiten zu unterstützen. In der Schulleitung, aber auch im Klassenraum und eben auch im virtuellen Klassenraum. Und in beiden Fällen hilft eines. Helfen viele Dinge, aber vor allen Dingen auch Struktur. Und damit möchte ich an dich, Kolja, geben. Sag uns doch, was heute passiert. Ja, ich möchte, bevor wir auf heute blicken, noch mal ganz kurz auf die erste und zweite Folge, die mittlerweile auch im YouTube-Kanal der Hereus Bildungsstiftung als auch auf der Homepage der Hereus Bildungsstiftung zur Verfügung steht, als ja, zum Nachgucken für Sie. Da hatten wir das Thema einmal, wie können wir jetzt gerade Unterricht virtuell abbilden? Da hatten wir ein ganz tolles Beispiel zum Thema Book Creator, also wie kann ich digitale Bücher erstellen, mit Comics, Videos, Tonaufnahmen. Eine grandiose Theatervorstellung, die gerade geplant wird, war ja Microsoft Teams. Also wenn Sie da Interesse haben, gerne nochmal in dem Video nachschauen. Die zweite Folge, und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die wir gerade angehen, ist die Kommunikation. Da ging es sehr stark darum, welche Rituale können wir gerade im Schulalltag, der jetzt virtuell dargestellt
aufgestellt wird. Welche können wir da schaffen und über welche Wege und welche Tipps und Tricks haben die anderen schon entwickelt und ausprobiert? Und deshalb baut auch heute sozusagen die dritte Folge darauf auf. Und zwar, wie bekommen wir jetzt in das Distanzlernen Struktur, welche Möglichkeiten gibt es da, welche Sachen haben die Schulen, die wir jetzt heute zu Gast haben, schon ausprobiert. Und wir starten heute mit sozusagen zwei Praxisbeispielen, einmal aus Berlin und einmal aus Frankfurt. Das erste Praxisbeispiel zeigt uns kreative Methoden zur Strukturierung des Lernalltags und das zweite Beispiel, wie Teamwork im Kollegium für Struktur sorgen kann, bevor wir dann auch nochmal auf Julia Stettner eingehen werden. Ich möchte gerne die Schulen Ihnen jetzt einmal näher bringen und vorstellen. Das Team aus Frankfurt von der Helmholtz-Schule, da freuen wir uns, dass Karl dabei ist. Karl geht in die 5. Klasse der Helmholtz-Schule als einer von 850 Schülerinnen und Schülern. Und seine Lehrkräfte sind auch mit dabei, und zwar Florian Jahr und Matthias Jünger, die wir gleich nochmal zu Wort kommen lassen zu ihrem Beispiel. Sie sind als Fachvorsteher für Mathematik ein Teil des 70-köpfigen Kollegiums der Helmholtz-Schule. Die Helmholtz-Schule ist ein staatliches Gymnasium in Frankfurt. Und sie ist in Frankfurt als Jazz-Aktivschule bekannt. Und das ist nur einer der vielen spannenden Schwerpunkte, die sie hat. Und insbesondere pflegt die Schule das naturwissenschaftliche und informationstechnologische Erbe, das schon immer da besteht. Wir freuen uns gleich, von dir besonders, Karl, zu hören, aber natürlich auch von deinen Lehrkräften, von Dr. Matthias Jünger und Florian Jahr. Bevor wir auf euch zukommen und ihr euer Beispiel hier darlegen könnt, haben wir noch ein zweites Team dabei, und zwar die Quinoa-Schule aus Berlin. Und zwar haben wir da die Schülerin Humeysa und Tuane, die beide in der Abschlussklasse, der 10. Klasse der Quinoa-Schule sind. Die Quinoa-Schule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule. Sie ist 2014 gegründet worden und schreibt sich besonders das Thema Chancengerechtigkeit auf die Fahne. Ihre Werte sind Mut, Achtsamkeit und Verbindlichkeit. Das ist auch vielleicht eine Sache, warum Sandra Rieker dort arbeitet, die EdTech-Specialist ist. Da wird sie sicherlich auch gleich noch mal kurz was zu sagen. Ganz spannende Berufsbezeichnung, wenn wir über multiprofessionelle Teams sprechen. Kurz noch zur Schule. Besonders wichtig ist dort, dass alle Schülerinnen und Schüler, die dort zur Quinoa-Schule gehen, hinter ihren Schulabschluss machen und auch idealerweise einen Anschluss erhalten. Und das machen sie über Tutoring und Mentoring. Sie haben das Fach Zukunft in der Berufsorientierung und über noch viele andere Sachen. Und da sind wir gleich ganz gespannt, von Ihnen zu hören, wie das denn genau sich jetzt aktuell in Ihrem Alltag, die Struktur, wie die das sozusagen leben und schaffen. Und da würde ich jetzt einmal die Präsentation ändern, und dann seid auch gleich ihr dran. Sandra, Rika und Hüseyna und Tuane. Stellt euch doch einmal schon mal kurz vor. Ich bereite in der Zeit eure Präsentation vor. Also ich bin Hüseyna aus der 10. Klasse. Gerade sind die Prüfungen halt so, dass wir die Prüfungen schreiben, aber das wird halt von den Zeugnissen auskommen. Und Tuane? Ich bin die Tuane, gehe auch in die 10. Klasse und bin 16 Jahre alt. Und haben Sie Fragen oder so? Dann? Mich fällt auch mal kurz vor. Ja, Sandra Rieker ist mein Name, und wenn wir hier über kreative Lösungen sprechen und kreative Strukturen, dann geht es uns vor allen Dingen tatsächlich nicht unbedingt jetzt um interessante und herausfordernde Aufgaben so mit Video oder Animation oder irgendwas für unsere Schüler, sondern eher als Schule darum, eben auch kreative Lösungen dafür zu finden, für die Herausforderungen, die solche Situationen oder überhaupt Digitalisierung mit sich bringt. Und eine dieser kreativen Lösungen bin tatsächlich, oder ein Teil sozusagen, ein Element, bin tatsächlich ich mit dieser Position jetzt als EdTech-Specialist. Das ist quasi so als
Baustein gedacht in einem Team, wo die Kolleginnen und Kollegen im Prinzip sich auf das Unterrichten konzentrieren und jemand mit dabei ist, nicht so sehr als technischer Support, obwohl das auch noch so ein Baustein ist, sondern eben auch als Support und Unterstützung für Umwälzungsprozesse jetzt, die mit der Digitalisierung dazugehören sozusagen. Also ich bringe auch das Pädagogische eben mit der Technik zusammen. Das ist eine Stelle, die es an internationalen Schulen schon eine ganze Weile gibt, aber hier eben in Deutschland so und gerade auch so im deutschen Schulwesen so bisher einfach noch nicht so existiert, dass jemand so fest an der Schule ist und sich da kümmern kann. Das ist deswegen ganz schön so bei uns organisiert, weil eben auch die Schülerinnen und Schüler davon super profitieren und eben auch da einen Ansprechpartner haben. Gerade auch jetzt in der Zeit war das nochmal ganz interessant, sag ich mal. Und schön auch. Ja. Sehr gut. Genau, die, das kann man auch hinterher nochmal, die Stelle, das sieht man jetzt hoffentlich in der Präsentation soweit von Sandra Rieker und das stellen wir, wie gesagt, ja auch hinterher nochmal als Video zur Verfügung. Da können wir gerne nochmal in den Beschreibungen die Links und vielleicht können Sie sich auch nochmal kontaktieren, wenn Sie genau wissen wollen. Genau, ich würde euch einfach durchleiten und ihr sagt, wenn ihr eine Folie weitergehen wollt und dann freue ich mich von euch jetzt zu hören oder wir alle freuen uns von euch zu hören, wie ihr Struktur in den Alltag, in den Schulalltag jetzt gerade bringt. Super, ich würde mal kurz starten und dann so zwischendurch mal Humeysa und Tuana mit ins Boot holen. Wer wir sind, glaube ich, ist jetzt schon ganz schön gut klar geworden, deswegen können wir direkt sozusagen gleich Prinzip weitergehen, aber ganz wichtig ist eben, dass unsere Schülerinnenschaft doch ganz schön divers zusammengesetzt ist und dass wir super davon profitieren, jetzt gerade auch in der Krise. Allerdings bringt das auch so bestimmte Herausforderungen mit sich. Das heißt, obwohl wir natürlich eine Privatschule sind, haben eben eine ganze Menge unserer Schülerinnen Haushalte, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind und wo wir eben auch gute Lösungen finden müssen, um alle mit an den Unterrichtsprozessen, an den Lehrprozessen jetzt mit zu beteiligen. Man sieht hier auf der Folie, ein Fünftel haben gar keine digitalen Endgeräte, die sich fürs Online-Learning eignen. Also nur weil man ein Handy hat, mit dem man jetzt ganz gut an einem Chat teilnehmen kann, reicht das eben jetzt für so einen Fall nicht. Und da mussten wir ganz schön gucken, sozusagen, dass wir die Geräte, die wir jetzt an der Schule schon haben, natürlich auch in die Familien dann mitbringen zu den Schülerinnen und Schülern, die das brauchen können. Da können aber gleich auch vielleicht so die beiden noch ein bisschen mehr zu sagen, auch zu dem Thema so, wie kann ich in der Familie meine Ruheorte finden, ne? Dass ich dann auch da lernen kann. Denn auch das ist natürlich spannend, wenn man in einer großen Familie lebt zum Beispiel, dann hat nicht unbedingt jeder ein Zimmer, wo er auch die Tür zumachen kann. Da muss man das also gut in der Familie auch organisieren, vor allem wenn alle zu Hause sind. Unser Schulprofil, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, das wurde gerade ganz schön schon vor dem Kolja vorgestellt, sondern wir gucken mal direkt, was wir tatsächlich gemacht haben und dann erzählen die beiden vielleicht auch noch, was ganz gut für sie funktioniert hat und was sie sich vielleicht noch vornehmen oder was wir uns noch vornehmen. Okay, dann gerne direkt zur nächsten Folie. Also wir haben ziemlich schnell für uns und die Schülerinnen und Schüler feste Tagesstrukturen etabliert und dazu gehört tatsächlich, dass wir jetzt nicht direkt erstmal mit Technik auf die zugerannt sind, sondern gesagt habt, okay, was ihr habt und das, was sowieso schon als Messenger-Struktur sozusagen da genutzt wird, das wird auch weiterhin für einen Wake-up-Call sozusagen morgens genutzt, dass man auf jeden Fall bei jedem die Möglichkeit hat, kurz eine Nachricht zu hinterlassen und kurz zu sagen, hier, ich bin wach, ihr, was ist mit euch? Und das machen tatsächlich die Klassenleiter, dass das jeden Morgen passiert und auch eingefordert wird, dass sich jeder kurz melden muss von den Schülerinnen und Schülern. Dann haben wir als ganz niederschwelliges Einstiegsangebot für Neuigkeiten und Aufgaben die Plattform Padlet gewählt, weil auch da keiner mit irgendwelchen Passworten hantieren muss, sondern dann sofort die Aufgaben sehen kann, wenn er den entsprechenden Link hat. Wir haben aber tatsächlich, obwohl wir eben noch keine Lernplattform haben, die wir jetzt so strukturiert mit allen benutzen und eingeführt haben,
das ist so unser nächster Schritt, eben bisher aber schon so kleine Strukturen mit dem Office 365-Paket installiert. Und das heißt, es gibt dort bestimmte Klassen, die eben auch schon als Gruppen eingerichtet sind und dann mit der Plattform Teams von Microsoft verwendet werden können. Und das hat sich so nach einem ziemlichen Kaltstart sozusagen, wir hatten es bisher im Unterricht oder in der Schule noch gar nicht genutzt, dann doch aber ganz gut herausgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler damit gut zurechtkommen. Die 7, 8er und 9er, die werden tatsächlich so mit Aufgaben per Padlet bespielt. Es gibt Chats und Sprechstunden zu bestimmten Zeiten und das ist auch ganz wichtig. Und der Rest passiert tatsächlich über Messenger und hinterher telefonieren. Die 10er, die wir jetzt hier auch gerade im Chat zu Besuch haben oder im Webinar, bei denen lag der Schwerpunkt natürlich nochmal ganz anders, nämlich auf der Prüfungsvorbereitung. Das heißt, die Aufgaben, die da per Padlet kamen, die decken schon auch so ein kleines Spektrum so vom Alltagsunterricht ab. Aber für die Prüfungsvorbereitung haben wir eben dann noch zusätzlich auf so ganz strukturiert Inhalte per OneNote gesetzt. Da können wir direkt mal kurz ein bisschen reingucken in so ein Beispiel Padlet. Dann sieht man hier sozusagen, genau, da kann man direkt nochmal weitergehen. Dann kann man hier sehen, dass wir so mit Spaltenformaten die einzelnen Bereiche abgrenzen. Die beiden Szenen, die hier zugucken, werden das auch wieder erkennen, obwohl das jetzt zum Beispiel aus der Klasse 8a ist. Ein bisschen weiter hinten kommen dann jetzt die Fächer. Bei den 10er natürlich die Hauptfächer, vor allem die jetzt prüfungsrelevant waren. Aber bei den anderen Klassen haben wir neben den Hauptfächern auch einige Nebenfächer mit hier integriert, die dann Aufgaben im Rahmen von so einem Wochenplan eben mit reingeben. Was wir festgestellt haben, ist, dass es so eine feste Taktung sozusagen von täglichen Aufgaben, dass sie einerseits hilfreich ist, also wenn wir nicht sozusagen alles auf so eine Padlet-Plattform stellen, was dann so am Anfang der Woche ganz erschlägt, sondern das quasi bröckchenweise machen, dass jeden Tag neue Aufgaben dazukommen. Aber dass ganz klar ist, dass es am Ende der Woche eben so eine gemeinsame Deadline gibt für die Abgabe. Dass wir also mittlerweile so eine klassische Struktur von einem Wochenplan übernommen haben, bei der die Schülerinnen und Schüler eben die bestimmten Aufgaben hier finden und dann abarbeiten müssen. Wenn wir nochmal einmal weiter gucken, dann sieht man da jetzt für die verschiedenen Fächer sozusagen die Inhalte. Und man kann schon so ein bisschen ahnen, dass das natürlich jetzt nicht nur Arbeitsblätter zum Runterladen sind, so ein bisschen was ist hier bei Navi zum Angucken und Runterladen, sondern es gibt doch auch ganz schön viele Dinge, die die Schülerinnen und Schüler tatsächlich aktiv auch im Zimmer machen müssen, die Sportaufgaben, weiß ich nicht genau, wie gut die auch erledigt werden. Aber vor allen Dingen merkt man eben an dieser Struktur sozusagen, dass man bei den Schülerinnen und Schülern wesentlichen Angebote schaffen kann und dann mit Abgaben quasi so eine gewisse Verbindlichkeit. Aber hier wird es eben umso wichtiger, einfach attraktive Angebote zu haben und attraktive Aufgabenformate auch zu finden. Ich möchte mal, bevor wir jetzt so ein bisschen noch weiter ins OneNote reingucken, was im Prinzip nur so ein bisschen strukturierter noch die Inhalte zum Üben dargeboten hat, eher jetzt nochmal an die beiden, die hier mit im Raum sitzen, übergeben und da vielleicht mal kurz erzählen lassen, was euch denn nochmal besonders geholfen hat während der Zeit ist. Also bei uns war es, wir haben eine Klassengruppe und unser Klassenleiter hat uns immer angeschrieben, wenn wir irgendwie so Hilfe brauchten, Probleme hatten, mussten uns auch wirklich bis 11 Uhr dort melden, dass wir wach sind und auch anfangen Aufgaben zu machen. Falls nicht, wurden auch manchmal unsere Eltern angerufen, ob wir wach sind oder was wir gerade zu tun haben. Bei mir war es so, ich war irgendwie so unmotiviert, weil auch die Lage wegen Corona, wegen unserer Prüfung. Da hat es auch mein Lehrer irgendwie gemerkt, hat er mich angerufen, hat mich aufgebaut, motiviert, gefragt, ob ich irgendwie noch Hilfe brauche in verschiedenen Fächern oder jetzt in der App mit Teams. Wir hatten ja unsere Englischprüfung, also sollten wir Englisch noch machen, die mündliche. Und da hat unser Gruppenleiter, sagt man das so, ich weiß nicht, Gruppenleiter auf jeden Fall, auch motiviert und hat uns immer auch angerufen. Dann hatten wir auf Englisch geredet, damit unser Englisch auch irgendwie da bleibt und halt nicht schlechter wird. Ja, es hat mir auf jeden Fall gefallen mit den
Lehrern zu kommunizieren und das jetzt auch aufgebaut haben und nicht einfach so liegen lassen haben. Du, Tone? Ja, also wir als die Quinoa-Schüler haben auch sehr, haben es gemerkt, dass die Lehrer uns halt nicht losgelassen haben, sondern auch während, dass wir zu Hause waren, dass wir sogar so, wie als würden wir in der Schule sein, Kontakt mit den Lehrern hatten. Das heißt, dass wir zum Beispiel, wenn ich an einem Deutscharbeitsblatt, was ich dann erledigen sollte, dann wusste ich, dass, wenn ich das nicht verstehe, dass ich dann meine Deutschlehrerin direkt anschreiben kann, sie dann auch direkt erreichbar sein wird. Es war halt immer so, auch sowohl Englisch, sowohl Mathe, es war halt immer so, dass die Lehrer ziemlich Zeit für uns hatten. Das haben wir auch sehr gespürt. Ja. Ja, spannend. Schön, dass ihr das so spiegelt. Ihr habt jetzt die Abschlussprüfung sozusagen auch geschrieben. Hat euch das sozusagen auch einen Halt gegeben oder euch Mut gemacht, sozusagen jetzt euren Abschluss zu bekommen? Und vielleicht dann sozusagen, ja, die Frage, wie wäre das denn ohne gewesen? Also wenn jetzt nicht jeden Morgen um 11 dieser Wake-up-Messenger wäre und ihr sozusagen Aufgaben bekommt und die Lehrkräfte ansprechbar wären. Ich glaube, wir würden es dann eher lassen. Also wir würden bestimmt schon dranbleiben und lernen, aber halt nicht so jeden Tag mit so einem Plan. Weil wir hatten ja auch bei Padlet verschiedene, wie Sie gerade da sehen, Englisch, Deutsch, alles da, weil wir was abgeben müssen. Und ich glaube, hätten wir das wirklich nicht gehabt, dann würde es halt auch schwierig sein, unser Abschluss. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall gut gewesen. Super. Danke euch. Kein Problem. Und ihr habt auch mit OneNote gearbeitet. Genau. Da wird Sandra Rika gleich auch nochmal drauf eingehen. Was hat euch denn bei OneNote gefallen? Bei OneNote hat uns am meisten gefallen, dass die sozusagen, zum Beispiel wenn wir in Deutsch Grammatik sozusagen hatten, dass die sehr gut eingeteilt waren. Also das heißt, dass wir halt auch wussten, wann wir was machen können und war auch sehr übersichtlich sozusagen. Das sieht man ja auch gerade auch im Bildschirm. Also es war eigentlich sehr leicht, es auch zu verstehen. Deshalb hat uns es auch sehr erleichtert. Und es wurde dann halt auch kontrolliert. Dann wurde uns Bescheid gegeben, dass es halt kontrolliert wurde. Da konnten wir gucken, wo unsere Fehler sind, wo wir uns noch verbessern sollten und was wir noch mehr lernen sollten. Ich würde sagen, ich übernehme das mal kurz, ja, weil sowieso gerade schon die OneNote-Folien da offen sind. Ich danke euch schon mal ganz herzlich. Warum haben wir in manchen Fällen auf OneNote gesetzt? Das könnte auch eine andere Lernplattform sein, sozusagen da an dem Format hängt es gar nicht so sehr, aber ganz wichtig war uns, dass wir sehr strukturiert hier die Inhalte aus mehreren Schuljahren quasi nochmal zusammenfassen mussten, um für die Prüfung vorzubereiten. Und man sieht hier schon, dass die Inhalte nach verschiedenen Kompetenz- und Prüfungsbereichen eingeteilt sind und dass es da dann jeweils verschiedene Übungen dazu gab. Und wenn man nochmal einmal weiter klickt sozusagen, dann und auch gerne nochmal einmal weiter, dann sieht man, dass es so eine allgemeine Inhaltsbibliothek gibt, die, wenn man nochmal einmal weiterklickt, und gerne noch einmal weiter. Genau, da unten gab es so einen kleinen gelben Pfeil. Genau, da sind normalerweise die Namen der Schülerinnen und Schüler zu lesen. Die habe ich jetzt so aus Datenschutzgründen kurz ausgegraut. Aber jeder hat quasi so eine Art Kopie von dieser Inhaltsbibliothek und konnte dann konkret selber darin arbeiten, annotieren oder eben auch die Sachen bearbeiten und dann so ein Feedback dazu bekommen. Und das war doch schon eine Art von interaktivem von einer Feedback-Schleife sozusagen, die an der Stelle doch nochmal ganz wichtig war, auch um so diese zeitliche Streckung so ein bisschen möglich zu machen überhaupt. Ne? Nicht jeder Schüler arbeitet dann zur Prüfungsvorbereitung eben an denselben Inhalten wie quasi der Rest der Lerngruppe. Wenn wir nochmal einmal weitergehen, dann glaube ich, hat man doch ganz gut gesehen, dass diese Kommunikation in Teams ein ganz guter Baustein und wichtiger Baustein dann letztendlich auch ist, auch wenn so diese Startmotivation für den Tag und die Struktur letztendlich doch über Messenger in der Regel auch bei unseren Klassen funktioniert. Wenn man nochmal einmal weitergeht, ich verabschiede so gerade die Schülerinnen, die müssen nämlich los, dann kann man gut nochmal einmal weitergehen. Dann ist es so, dass man gerade ja auch schon gehört hat, ne, die Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt sozusagen. Ne? Man kann auch Arbeitsmaterial strukturiert zur Verfügung stellen, noch und nöcher. Eine Chat-Message,
an einen Schüler bewirkt so viel mehr als alles, was man so schön da irgendwie per Nachrichten irgendwie als totes Material irgendwie rüberschickt oder zur Verfügung stellt. Also das haben alle Kolleginnen und auch ich für meinen Unterricht festgestellt, dass sobald man quasi nochmal einmal hier in Teams so einen Gruppenchat mit allen aufmacht, sofort sogar die Inaktivsten sozusagen sich dann doch nochmal melden und versprechen, bis heute Abend dann irgendwas abzugeben oder hochzuladen. Das Einreichen von Aufgaben ohne Lernplattform ist tatsächlich ein bisschen schwierig, verbessert sich aber enorm, wenn man gemeinsam als Kollegium die eingereichten Aufgaben auch nachhält. Da reicht schon so eine Excel-Tabelle tatsächlich. Also wir reden hier, ne, von einem Alltag im digitalen Homeschooling, eben ohne eine Lernplattform, die jetzt für alle zugänglich ist. Und wo wir eben sehr kreativ werden mussten, ist das Geräteproblem. Wir hatten einen Leihpool sozusagen hier im Haus von Laptops und iPads. Und den haben wir tatsächlich einfach angezapft, so wie andere Schulen das mittlerweile auch machen, dass sie die schuleigenen Geräte für eine Zeit jedenfalls jetzt mit einem echten Leihvertrag an die Eltern ausleihen. Also es können nicht nur die Schülerinnen machen, sondern da mussten mal Erziehungsberechtigte mit dabei sein. Und dann tatsächlich jetzt eine ganze Menge Geräte irgendwo in Berlin verteilt täglich genutzt werden. Und auch dafür braucht man natürlich eine gewisse Supportstruktur. Das heißt, im Wesentlichen ist unsere IT-Abteilung, die wir nämlich tatsächlich ganz klein, aber eben selber auch haben. Und wir sind damit beschäftigt, immer wieder Schülerinnen und Schüler dazu anzuleiten, da Stolpersteine beim Abgeben der Aufgaben oder beim Runterladen von Aufgaben oder bei irgendwas sozusagen bei der Kommunikation zu beheben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dafür hat das Kollegium keine Zeit und auch kein Nerv quasi, weil das verhindert im Prinzip ganz viel andere Kommunikation, wenn man da auf Fehlersuche gehen muss mit Schülerinnen und Schülern. Und da ist es ganz gut, tatsächlich auch das auf ein oder zwei Personen zu konzentrieren. Das ist auch ein Learning, was wir eben haben durch unsere Strukturen, dass sich das als super herausgestellt hat. Und man merkt, sowohl Team als auch Schülerinnen und Schüler machen Riesensprünge. Das werden alle hier bestätigen, wahrscheinlich so jetzt aus der Zeit. Ja, ich bin damit auch schon am Ende und habe ein bisschen überzogen, aber die Helmholtz-Schule darf das. Das gleich kriegen wir noch hin, genau. Ich würde noch eine kurze Frage stellen und eine kurze Zwischenbemerkung. Es kam ja auch gerade OneNote und Microsoft Teams, das auch nochmal hier in die Runde. Wir stellen Ihnen hinterher gerne Termine zur Verfügung, wo wir gemeinsam mit Accenture, die Pacemaker-Initiative, nochmal zu dem Thema auch ein Webinar anbietet. Wenn Sie da Interesse dran haben, finden Sie das im Nachklapp. Vielen lieben Dank auf jeden Fall der Kinoa-Schule. Toll, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt ihren Abschluss machen, dass sie sich noch die Zeit genommen haben. Würdest du uns noch kurz zusammenfassen? Ihr seid jetzt, du hast einen sehr fancy Titel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ihr seid jetzt eine Schule, die vielleicht ein bisschen anders funktioniert als staatliche Schulen zum Teil, aber trotzdem lassen sich ja viele Sachen übertragen. Was würdest du aus deiner Retrospektive nochmal sagen, was ist so der wichtigste Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, das, ohne das hätten wir sozusagen nicht die Erfolge, die wir jetzt haben, in Bezug auf Strukturierung im Schulalltag? Ein Teil, der tatsächlich ganz wichtig ist, hängt schon mit unserer grundsätzlichen Schulstruktur tatsächlich zusammen, muss ich sagen, gar nicht so sehr mit digitalen Strukturen. Und das ist zum Beispiel unser Tutoren- und Tutoranten-System. Das heißt, jeder Schüler ist hier einer Person zugeordnet, die als Ansprechpartner auch außerhalb sozusagen des Klassenkontextes funktioniert. Das heißt, das sind nicht Klassenleiter oder nicht unbedingt Klassenleiter, sondern jeder Kollege hat drei oder vier Schülerinnen und Schüler und auch die Kollegen aus der Verwaltung agieren quasi als solche Ansprechpartner, die sie über die ganzen Jahre begleiten und immer wieder auch mit Gesprächen sozusagen da aktiv auf diese Schülerinnen und Schüler zugehen. Und das hat uns in so einer Situation natürlich auch super geholfen, dass es da schon eine Bezugsperson jeweils für jeden Schüler gab oder jede Schülerin, die nochmal so motivieren konnte, fragen konnte, wenn quasi ganz aktiv
oder inaktiv sozusagen sich der Aufgabenflut oder der Mitarbeit sozusagen verweigert wurde, da nichts teilgenommen wurde und auch sich da Schüler nicht gemeldet haben in Chats, dass man ganz aktiv sozusagen immer jemanden hatte, der da hinterher fischt und guckt, was da passiert. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Struktur, die man vielleicht auch jetzt, wenn man es vorher noch nicht hat, nochmal überlegen kann, ob man das nicht auch so machen möchte, dass nicht quasi eine Klassenleitung 28 Kindern hinterher telefoniert, sondern dass man sich das im Kollegium nochmal ein Stück weit aufteilt, dass man immer bestimmte Schülerinnen und Schüler, nämlich 3 oder 4, halt im Blick behält und guckt, wie die so jetzt in der Schulschließungszeit im Homeschooling sozusagen den Anschluss nicht verlieren und da dranbleiben. Super, das vielen lieben Dank, Sandra. Es kam auch gerade schon direkt eine Nachfrage, die würde ich gerne nochmal dann an dich spielen. Die E-Mail-Adresse ist hier hinterlegt, ansonsten auch gerne nochmal im Nachgang Sandra Rieker gerne kontaktieren oder das Quinoa-Team. Ich würde jetzt übergehen zu Berit und freue mich auf das zweite Beispiel aus Frankfurt, von dem wir sozusagen Berit und ich schon ganz viel gelesen und gehört haben und jetzt sind sie endlich da und ja. Wir freuen uns. Super, vielen Dank, Frau Rieker, auch vor allen Dingen für die super Überleitung. Denn vom Thema oder von dem Beispiel oder der Idee, im Kollegium doch vielleicht arbeitsteilig vorzugehen und sich so ein bisschen aufzuteilen, ist ein super Stichwort, um auch nach Frankfurt zu schauen. Denn an dieser Schule, an der Helmholtz-Schule, gibt es mindestens ein super Tandem und wir haben ein super Trio hier an Bord. Karl ist mit dem Herrn Jahr und dem Herrn Jünger angetreten und sie öffnen einmal für uns ihre virtuelle Tür, um die Struktur der Helmholtz-Schule kennenzulernen. Ja, hallo. Wenn Sie mögen, genau, dann mache ich den Anfang. Vielleicht um erstmal den Einblick zu geben, wie die Strukturen bei uns an der Helmholtz-Schule derzeit aussehen. Es ist so, dass jede Klasse für jedes Fach ein digitales Klassenzimmer hat. Das heißt, das ist ein einheitliches, geschlossenes System, über das die sämtliche Kommunikation und der Austausch mit den Schülern läuft. Das heißt, die Schüler bekommen in diesen digitalen Klassenräumen ihre Arbeitsmaterialien, ihre Aufgaben und Aufträge, können diese dort bearbeitet dann wieder hochladen, können über das System praktisch über Videokonferenzen oder Kommentarfunktionen mit der Lehrkraft in Kontakt treten und eben bei Fragen oder Problemen sich an die Lehrkraft wenden. Das System war bei uns schon vor den Schulschließungen größtenteils etabliert, sodass wir keine großen Probleme oder keine große Anlaufzeit gebraucht haben, um da umzustellen. Was nicht heißt, dass es frei von Problemen war, jetzt gerade in der Zeit der Schulschließung. Das Thema ist ja so ein bisschen die Struktur. Dementsprechend haben wir uns 2 Sachen angeguckt. Einmal, wie wir im Kollegium untereinander irgendwie uns helfen können, gegenseitig den Alltag zu strukturieren und zu entlasten und wie wir das mit unseren Schülerinnen und Schülern machen können. Im Kollegium möchte ich das eigentlich mit 2 Blickpunkten betrachten, und zwar einmal die fachlichen Inhalte. Der Herr Jünger ist beispielsweise der Parallellehrer von Karl. Er unterrichtet also auch eine 5. Klasse. Wir sind 4-zügig, das heißt 4 5. Klassen, und an der Stelle haben sich alle Lehrer der 5. Klassen zusammengetan und dementsprechend die Unterrichtsreihe, die bis dahin gelaufen sind, erstmal abgeschlossen oder beschleunigt, sodass wir alle am selben Punkt starten konnten und dann eigentlich den Unterricht parallel gestaltet. Das fängt bei arbeitsteiligen Erstellen von Lernmaterialien an, was den nützlichen Nebeneffekt hat, dass Karl zum Beispiel auch mal nicht nur von mir Mathematik erklärt bekommt, sondern auch vom Herrn Jünger, was sicherlich auch immer mal eine nette Abwechslung ist und andere Gesichtspunkte mehr in den Fokus richtet. Was aber auch den Aufwand bei der Erstellung von Lernvideos verteilt. Auch als Punkt habe ich aufgeführt die Rücksichtnahme auf die Umstände von Kollegen. Das heißt, wir haben natürlich auch Kollegen dabei, die Eltern sind, die Kinder zu Hause zu betreuen haben, wo vielleicht die alleinerziehend sind oder wo der Partner krank ist und die auf einmal unglaublich viel zu schultern haben. Das heißt, wir können auch an der Stelle Arbeitsaufwand und Belastungsspitzen verteilen und uns gegenseitig unterstützen, was in der Phase, glaube ich, sehr viel gebracht hat. Dann der zweite Punkt, die
technisch-organisatorischen Inhalte, der ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und zwar ist es so, in diesen digitalen Klassenräumen habe ich als Lehrer praktisch die Administrationsrechte und die Schüler sind praktisch die Konsumenten. Die haben also nicht dieselben Rechte wie ich und auch nicht dieselben Ansichten wie ich. Wir haben das jetzt so gemacht, dass der Herr Jünger beispielsweise in meinem Kurs, im Kurs der 5C, als Schüler eingetragen ist. Genauso bin ich umgekehrt beim Herrn Jünger als Schüler eingetragen, was einfach den Vorteil hat, dass man sich gegenseitig Rückmeldung geben kann, wie kommen die Sachen letztlich bei den Schülern an, wo gibt es Probleme beim Abgeben von Lernmaterialien. Wir haben also dadurch aus der Schülerperspektive beispielsweise Videos drehen können, wie man Fotos von den eigenen bearbeiteten Aufgaben hochladen kann, sodass die Schüler wirklich aus ihrer Perspektive sehen, wie sie mit der Technik umgehen können. Ein weiterer Punkt bei der Technik, der uns jeden Tag, würde ich fast sagen, einige graue Haare bringt, ist die Vielzahl an Betriebssystemen und die Vielzahl an verschiedenen Modellen von Rechnern. Das ist einfach bei den unterschiedlichen Lernplattformen, unterschiedliche Browser, es sieht immer ein bisschen anders aus. Wenn man den Schülern jetzt Rückmeldung geben möchte, wie sie was hochladen, gibt es immer wieder Probleme, dass sie sagen, bei mir sieht das ganz anders aus. Es ist so, der Herr Jünger ist da sehr Microsoft-affin, ich arbeite dann eher mit Apple und damit hat man schon zwei große Sachen, wo man sich gegenseitig austauschen kann, was uns sehr, sehr oft an der Stelle schon geholfen hat, sodass ich dann beim Herrn Jünger beispielsweise nachfrage, wie ist da eine Ansicht, wie kann ich dort mit Pop-up-Feldern umgehen? Einfach, das sind viele Probleme, wo die Schüler ansonsten allein gelassen werden und wo die Eltern oft keine Zeit haben, einfach sich dessen anzunehmen oder vielleicht auch nicht die Möglichkeiten. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, die Zusammenarbeit mit dem Kollegium auch im Klassenteam funktioniert bei uns so, dass wir digitale Klassenbücher haben für die einzelnen Klassen. Im Prinzip ist es einfach nur eine Online-Excel-Tabelle, in der die Arbeitsaufträge und die antizipierten Zeiten reingeschrieben werden, sodass ich zum Beispiel als Klassenlehrer einen Überblick habe, ob meine Klasse eventuell über- oder unterfordert ist. Dazu haben die Schüler natürlich auch die Möglichkeit, uns das in Umfragen zurückzumelden, wo vielleicht zu viel verlangt wird oder wo gerne mehr Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt werden können. Genau. Jetzt habe ich viel gesagt, wie das von unserer Seite aussieht. Wir haben natürlich noch einen Experten dabei, der das von der anderen Seite etwas genauer erklären kann. Ich habe einmal exemplarisch den Stundenplan, so wie der in der 5. Klasse gerade aussehen kann, mitgebracht. Und vielleicht kann Karl, der möchte gerne etwas über seinen Alltag erzählen, wie er das gerade alles erfährt. Also ich habe eigentlich jeden Tag den gleichen Plan, sage ich jetzt mal. Also am Anfang gehe ich raus für den Schulweg, gehe ich 10 Minuten so in den Hof, dann mache ich mal den Rechner an und gucke mal, was heute für Aufgaben anstehen, auch wo der nächste Abgabetermin ist. Und dann mache ich das vom ersten Abgabetermin bis zum spätesten alles durch. Ja. Und ich finde es auch ganz cool, dass wir einmal pro Woche einen Klassenchat für Fragen haben. Ja, am Mittwoch um 11 Uhr. Und danach, irgendwann geht Herr Jahr auch raus und dann können die Schüler noch miteinander reden und ein bisschen quatschen. Das ist echt cool. Ja. Was man vielleicht noch erwähnen sollte für die Allgemeinheit, wir nutzen Google Classroom als System. Haben wir einen Helmholtz-Online-Account quasi. Wir können quasi auf alle Plattformen von Google zugreifen. Also neben dem Classroom-System können wir dann auch zum Beispiel Hangouts verwenden, wo wir mit den Schülern chatten können. Oder aber auch Google Docs, wo wir dann gemeinsam Formulare erstellen können. Oder wie schon vor mehr Jahren erwähnt, die Google Excel-Tabellen. Ja. Also ein in sich geschlossenes System. Und was auch recht gut an unserer Schule zum Beispiel ist, jeder Schüler hat eine eigene E-Mail-Adresse und jeder Lehrer hat eine eigene E-Mail-Adresse mit Vorname, Nachname, @helmholtzschule-ffm.de. Und so können wir auch alle Schüler auch per E-Mail auch noch mehr erreichen, sowie auch die Eltern, die auch eine eigene E-Mail-Adresse haben. Ja. Und dieses System hat uns wirklich jetzt geholfen, quasi unser Online-Learning sofort umzusetzen, weil alle Schüler schon angemeldet waren.
Nur bei den Fünftklässlern war das jetzt zum Beispiel so, dass die natürlich erst ein System eingeführt werden mussten und deswegen war das natürlich ein bisschen komplizierter. Aber ab der 6., 7. Klasse und so weiter hat jeder Schüler schon seinen Account und es wurde dementsprechend auch schon vorher genutzt. Genau, vielleicht noch ergänzend dann zu, wie wir versucht haben, die Struktur für die Schülerinnen und Schüler etwas zu erleichtern. Das ist natürlich ein Balanceakt, der allgemein aus der Schule bekannt ist, zwischen festen Strukturen und Freiheiten. Wir versuchen auf der einen Seite praktisch die Rücksichtnahme auf die individuellen Umstände der Schülerinnen und Schüler zu nehmen. Das heißt, wir haben Schülerinnen und Schüler, die teilweise auf ihre Geschwisterkinder aufpassen müssen vormittags. Wir haben Kinder, die sich mit Geschwistern einen Laptop teilen oder mit den Eltern zusammen. Was ist auch bei uns so, dass sich die Kinder Laptops ausleihen können aus dem Schulbestand, aber wird auch nicht immer gemacht, sodass wir auch darauf Rücksicht nehmen müssen. Das heißt, wir versuchen da im Prinzip die Wochenaufgaben zu nehmen. Das heißt, es gibt einen festen Termin, wo die Lernvideos und die Aufgaben veröffentlicht werden. Das ist immer am Dienstag, damit nicht alles am Montag kommt, um das so ein bisschen zu verteilen. Mittwoch ist dann in Mathematik, wie Karl gesagt hat, die Konferenz. Und am Donnerstag ist die Abgabe, dadurch, dass dieses System praktisch ein geschlossenes System ist, wo jedes Fach drin ist, sehen die Schüler, bekommen direkt von dem System eine Übersicht, wann welche Abgabe ist. Das heißt, es steht dann da, eben am Freitag um 13 Uhr ist Mathematik dran. Dann gibt es beispielsweise noch ein Wochenquiz. Und die Schüler sehen genau, in welchem Zeitraum sie das bearbeiten können, um sich dann selber ihren Tag zu strukturieren. Das ist natürlich was sie lernen müssen. Deswegen wollen wir sie damit auch nicht ganz alleine lassen. Und die Fähigkeit der Kommentare, dass die Schüler, wenn sie eine Frage haben, kommentieren können und sie im Prinzip immer erreichbar sind, ist auch ein Problem, was wir festgestellt haben in der ersten Phase. Das heißt, wir haben feste Arbeitszeiten versucht einzuführen zwischen 8 und 18 Uhr, da wir natürlich auch manche Kinder am Wochenende die Aufgaben bearbeiten oder wir Abgaben haben, die mitten in der Nacht sind. Und um da auch den Schülern ein Stück weit ein gutes Vorbild zu sein, versuchen wir praktisch in diesen Kernzeiten die Rückmeldung zu geben und eben nicht jederzeit, auch im Hinblick Lehrergesundheit, wenn man ständig ist, man ist ständig erreichbar, wenn man jedes Mal direkt antwortet. Deswegen versuchen wir uns da zwischen 8 und 18 Uhr zu begrenzen. Klappt bei mir auch nicht immer. Genau, aber das erstmal so als ersten Eindruck. Fantastisch, vielen Dank. Herr Jahr und Herr Jünger, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, die neue Struktur ist in erster Linie ja mal notwendig. Ne? Das ist eine notwendige Situation, dass sie sich selbst strukturieren, aber dass sie natürlich auch den Schülern eine Struktur in der Woche geben, um den Lernalltag zu gestalten. Neben dieser Notwendigkeit bringt diese Struktur denn auch Vorteile, von denen sie vorher gar nicht gewusst oder gedacht hätten, dass sie passieren, dass es sie gibt? Genau. Ein schöner Effekt ist auch bei der Auswahl der Lerninhalte, wenn wir uns vorher hinsetzen und überlegen, kann man ja selber die Reihenfolge festlegen, was man wählt, haben wir festgestellt, dass sich jetzt besonders Lerninhalte eignen, wo aus der Erfahrung klar ist, dass die Schüler sehr individuelle Bearbeitungszeiten haben. Das heißt beispielsweise bei Konstruktionssachen ist es so, dass im Unterricht oft klar wird, manche Schüler sind dann sehr schnell fertig, andere brauchen etwas länger, sind gewissenhafter. Das sind Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wo die Schüler zu Hause ihre eigene Zeit haben. Das heißt, sie haben keinen Banknachbarn, der neben ihnen sitzt und schon fertig ist, sodass die Schüler sich vielleicht selber unter Druck setzen. Oder umgekehrt, muss auch niemand warten. Das heißt, die individuelle Bearbeitungszeit ist, glaube ich, unglaublich gut, um jetzt zu differenzieren. Die Kinder brauchen so lange, wie sie selber brauchen. Aber was man vielleicht noch dazu ergänzen muss, das für uns natürlich am Anfang schwierig war, weil wir ja selbst Lernvideos erstellt haben, ist halt auch wirklich dann einzuschätzen, wie lange ist die Bearbeitungszeit von den Schülern. Das heißt, wir haben uns da natürlich auch Feedback von den Schülern eingeholt, weil wir ja unsere Lernvideos so gestalten, dass wir auch Übungsaufgaben drin haben, wo wir sagen, okay, jetzt müsst ihr das Video pausieren, ihr macht die Übungsaufgabe, wenn ihr wieder auf Play drückt, werden dann zum Beispiel die Lösungen angezeigt. Ja, und
Da hat sich jetzt bei uns so herauskristallisiert, dass wir so ein Video, was so 20 bis 30 Minuten dauert, ja, in der Regel auf jeden Fall eine Doppelstunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Zeit beansprucht. Aber das war für uns eine ganz wichtige Rückmeldung letztendlich, damit wir den Schülern, der Schülern auch noch nicht zu viel abverlangen. Und in diesem Rahmen dann einfach offensichtlich Differenzierung auch möglich ist. Super. Ja. Hier trudeln ganz viele neue spannende Fragen ein, die wir alle gleich in der Austauschrunde gerne noch an Sie richten. Ich habe aber tatsächlich auch noch zwei eigene, die stelle ich jetzt einfach ganz frech voran. Herr Jünger, was haben Sie und Ihre Kollegen in den letzten Wochen gelernt? Was haben wir gelernt? Dass jetzt nicht Teamarbeit erstmal ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Was wir halt und wirklich jetzt so für uns in der fünften Klasse, und das ist erst das Team, von dem wir jetzt hier gerade reden, was wir da gelernt haben, ist, dass wirklich einer kann dann das Video erstellen, der andere erstellt dann die Hausaufgaben und der nächste erstellt zum Beispiel das Wochenquiz. Dass einfach diese Arbeitsteilung sehr, sehr wertvoll ist. Und ich denke, generell ist ja in unserem Berufsleben der Lehrer doch häufig ein Einzelkämpfer. Und ich glaube jetzt, dass durch dieses Corona-Problem haben wir zumindest die Chance, vielleicht noch besser in Team zusammenarbeiten und auch einfach mal lernen, wie wertvoll es ist, doch irgendwie gemeinsam zu arbeiten und sich das zu strukturieren. Natürlich ist problematisch, in Anführungszeichen, dass natürlich die Lehrer, jeder die Themen individuell anders vielleicht angehen würde. Das heißt, man muss sich doch gemeinsam auf einen Konsens einigen, wie geht man jetzt Themen an. Da muss man Kompromisslösungen finden, aber so wie es momentan abgelaufen ist, bin ich zum Beispiel wirklich sehr zufrieden. Das ist super inspirierend. Karl, ich muss auch von dir noch was wissen. Die Videokonferenz am Mittwoch. Ist das eigentlich so wie eine Unterrichtsstunde oder ist das eigentlich ganz anders? Ist eigentlich ganz anders, weil es werden eigentlich keine Aufgaben gemacht, sondern nur Fragen geklärt, falls es welche gibt und neue Sachen besprochen. Ja. Jetzt hatte ich den Eindruck, als du davon erzählt hast, dass du dich auf diese Konferenz, auf diesen Chat, wie du es genannt hast, irgendwie auch freust, ne? Ja, weil man da alle mal wieder sieht. Super, okay, weil man da alle sieht. Und ich habe verstanden, deine Lehrer verlassen auch den Chatraum oder den Videoraum. Ja. Ihr könnt euch dann selber noch austauschen, ne? Ja, beim ersten Mal haben wir noch 3 Stunden weiter telefoniert. 3 Stunden? Ja. Wahnsinn. So, und jetzt bin ich indiskret, Kai. Kannst du verraten, worüber ihr da so sprecht? Einfach, wie es da jedem gerade geht, was er eigentlich gerade macht. Mhm. Ja. Super. Vielen Dank nach Frankfurt. Ich würde gern an der Stelle die Julia ins Boot holen und ansprechen. Gerade bei dem Stichpunkt, wie geht's dir? Ja? Und das möchte ich auch gerne wissen. Was hilft dir denn bei der Struktur deines Arbeitsalltags im Homeoffice? Ich möchte es ganz gern in 2 Dimensionen aufteilen. Also das eine ist das, was mir sozusagen vom Büro, auch irgendwie von den Kollegen vorgegeben wird. Wir arbeiten seit einiger Zeit mit der agilen Methode. Das heißt, wir haben auch so ein Stück weit unseren eigenen Arbeitsmodus. Wir nehmen uns für einen zweiwöchigen Zeitraum, einen sogenannten Sprint, nehmen wir uns Aufgaben vor und die sind einfach bis zum Ende des Sprints zu erledigen. Es gibt aber jetzt nicht feste Tagesziele, sage ich jetzt mal. Also das heißt, in dem Sinne kann sich jedes Teammitglied selbst einteilen, wann er was macht. Nichtsdestotrotz haben wir aber regelmäßige Teamtreffen auch. Wir haben jeden Morgen einen sogenannten Daily Call. Das sind 15 Minuten, in denen wir uns einfach austauschen, einfach auch, um uns morgens mal gehört zu haben, um alle wach zu sein. Und da sprechen wir halt auch kurz drüber, was steht heute an? Gab es gestern irgendwelche Besonderheiten? Gibt es irgendwelche Blocker, die uns daran hindern, weiterarbeiten zu können? Genau, das so als kleiner Start in den Tag sozusagen. Genau, die zweite Komponente, die mir persönlich wirklich wichtig ist, ist so die private Struktur. Also ich schaue, dass ich mich ordentlich anziehe, so wie wenn ich ins Büro gehen würde. Ich setze mich nicht im Schlafanzug an den Schreibtisch. Das würde mich total, also da könnte ich mich nicht motivieren zu arbeiten. Ich versuche, meine Tagesstruktur so beizubehalten, wie wenn ich ins Büro gehen würde. Ich stehe relativ früh auf und arbeite dann halt auch schon zu der Zeit, wo ich auch normalerweise im Büro wäre sozusagen, also schlafe jetzt nicht bis 12 Uhr aus.
versuche irgendwie um 12 Uhr Mittag zu essen und abends mein Abendessen einzuplanen, weil man doch dazu neigt, oder ich zumindest, dass ich dann tendenziell mehr am Laptop sitze, wenn man so schön aus dem Bett an den Schreibtisch stolpern kann sozusagen. Genau, und versuche auch einfach so kleine Pausen einzubauen. Also ich versuche mich jeden Tag eine Stunde zu bewegen, rauszugehen und auch mal was Privates, Schönes zu machen sozusagen. Ich glaube, die Mischung ist ganz wichtig. Genau. Das ist ein super Tipp. Und euer Daily Call oder Daily Start in den Tag, das klingt ja tatsächlich so ein bisschen wie der Wake-up-Call, genau, der in Berlin passiert, ne? Also irgendwie. Also ich finde vieles wieder. Fantastisch. Ja. Super, das ist ein klasse Tipp, gerade auch der Tipp mit den Pausen. Und die Frage nach dem Tipp, die würde ich gerne auch nochmal an unsere beiden Schulen nach Berlin und auch nach Frankfurt richten. Was kann denn eine Schule machen, die gerade beginnt, die Struktur jetzt so ein bisschen aufzubauen, die jetzt die letzten Wochen das ganz toll gemanagt hat und diese Herausforderung auch angenommen hat und jetzt gerne noch ein bisschen stärker auch strukturieren möchte? Was ist Ihr bester Tipp? Wer hat einen für uns? Herr Jünger, Herr Jahr, Frau Rieker. Ja, der Tipp ging jetzt in Richtung Strukturierung oder Pausen. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Entschuldigung, ja, absolut. Es geht in Richtung Struktur. Die Julia hatte den Tipp gegeben, eine Pause hilft. Und wir wollten gerne fragen, was ist Ihr bester Tipp für eine Schule, die jetzt stärker in die Strukturierung einsteigen möchte? Was kann man als erstes tun? Ja, also auch wenn es jetzt ein bisschen platt klingt, ich glaube, dass die strukturellste Hilfe bei uns ist tatsächlich dieses geschlossene und einheitliche System. Das heißt, dass die Schüler zwar durchaus auch mal in Mathematik noch eine Lernplattform als Ergänzung haben, dass aber ansonsten alles über diese digitalen Klassenräume geht. Und sie dort immer dieselbe Struktur haben. Das heißt, sie wissen genau, wo kommen die Arbeitsaufträge an, werden per E-Mail benachrichtigt, kriegen sogar eine Erinnerungs-E-Mail nochmal, wann ein Arbeitsauftrag einzureichen ist und dort die Übersicht haben. Das heißt, es wird automatisch in den Kalender eingepflegt und ich glaube, das ist für die Schüler schon in erster Linie eine ganz große strukturelle Hilfe, einfach um die ganze Woche zu organisieren. Ansonsten hat der Herr Jünger beispielsweise vorhin angesprochen, dass wir in den Lernvideos, also wenn man jetzt in die kleine Ebene geht, dass wir dann wirklich in den Videos feste Sequenzen haben, wo die Schüler Pause drücken sollen, sondern dann die Aufgabe bearbeiten. Und dafür können sie sich dementsprechend so lange wie möglich Zeit nehmen. Und ansonsten geben wir praktisch immer die Hinweise, dass so ungefähr 45 Minuten tatsächlich auch am Stück gearbeitet werden soll und danach gezielt eine Pause gemacht werden soll. Aus überfachlicher Sicht vielleicht noch ergänzend ist, denke ich mal, wichtig, dass natürlich auch die Lehrer in den Klassenteams entsprechend dann auch sich irgendwie absprechen. Da hat er ja schon erzählt, dass wir auch quasi unsere Klassenbücher ja in Form einer Excel-Tabelle ja auch gerade führen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich die Kollegen da auch entsprechend eintragen, damit man weiß, okay, montags gibt Deutsch die Aufgabe auf, dienstags Mathematik, mittwochs Kunst, oder dass man wirklich die Schüler nicht alle an einem Tag fordert, sondern dass es am besten über den kompletten Wochenplan verteilt ist. Wir versuchen es in unserer Schule auch so zu regeln, dass im besten Falle die Aufgaben auch dann herausgegeben werden, wenn die normalen Unterrichtsfächer sind. Das ist natürlich nicht immer möglich. Aber zumindest haben wir über unsere Tabelle, die wir versuchen zu pflegen, auch zumindest einen gewissen Eindruck, dass wir das schön über die Woche verteilen. Das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe ja auch schon erzählt, unsere Padlets haben wir noch ein bisschen umstrukturiert, dass eben dieses Wochenplansystem eben so Tag für Tag eben nochmal gefüttert wird. Das hat, glaube ich, unseren Schülerinnen und Schülern auch nochmal deutlich geholfen, weil man dann aus Schülersicht besser sehen konnte, an welchem Tag jetzt nochmal was dazukommt, dass wir es deutlicher gekennzeichnet haben. Ich kann außerdem auch unterstreichen, dass man sich im Team auch diese Aufgabenpakete nochmal so überblicksmäßig sozusagen anguckt. Denn was so ein ganz typisches Phänomen auch bei uns manchmal dann eben in der Anfangszeit war, ist, dass man eben wahnsinnig unterschätzt, einerseits wie lang manche Schüler an manchen Aufgaben sitzen oder eben einfach gar nicht klar sagt, wie viel Zeit man selber jetzt dafür veranschlagt. Also wenn man ganz klar zu einer Aufgabe dazu schreiben würde, ich rechne damit, dass ihr eine halbe Stunde jetzt daran sitzt, dann wissen die Schüler auch, in welchem Umfang sie da jetzt eigentlich dran arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Tipp. Also wenn man Material reingibt oder Übungsaufgaben oder so mit in so einen Wochenplan mit reinschreibt, dann
hat man an der Stelle einfach gar nicht so, dass das Korrektiv sozusagen einer Unterrichtsstunde, die ja sowieso bestimmt getaktet und sowieso auch nur 45 oder 60 Minuten lang ist, je nach Schulstruktur, die dann so eine Aufgabenbearbeitung auch begrenzt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen in der schriftlichen Form doch nochmal genauer, zumindest so eine Guideline sozusagen bekommen. Wenn sie dann länger brauchen, ist ja nicht schlimm so grundsätzlich, aber dass sie so ungefähr abschätzen können, welchen Umfang man dann doch erwartet. Also manchmal schreiben wir Zeiten hin, manchmal schreiben wir aber genauer hin, wie viele Sätze oder wie viele Wörter oder so beantwortet oder wie viele Wörter beantwortet werden soll, dass es ein bisschen handhabbarer ist für die Schülerinnen und Schüler. Und das ist, was wir bestimmt auch demnächst beibehalten werden, dass wir sowas transparenter machen. Ich denke, dass wir auf jeden Fall auch beibehalten, dass wir im Team digitaler kommunizieren. Also wir haben auch digitale Konferenzen mittlerweile. Das war bisher dreimal die Woche. Das pendelt sich gerade so auf einmal die Woche ein, die für uns wahnsinnig hilfreich sind. Wir haben sowieso immer jede Woche eine Konferenz, auch in nicht digitalen Zeiten gehabt. Aber gerade dieses digitale Format hat sich bei uns auch als sehr praktisch und auch sehr effektiv so herausgestellt. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall noch weiter öfter machen. Super, vielen Dank. Also sozusagen gibt einige Punkte, wo man sagen kann, okay, das können wir nach der Krise beibehalten oder sogar noch vertiefen. Da bist du jetzt auch schon drauf eingegangen. Gibt es seitens der Helmholtz-Schule auch noch Sachen, wo man sagen könnte, okay, das behalten wir auf jeden Fall bei. Also sagen wir zum Beispiel das Videokonferenzen, dass es das gibt regelmäßig. Gibt es da Bestrebungen oder erste Überlegungen oder was auch vertieft werden könnte? Ja, also die Videokonferenzen, denke ich mal, werden wirklich obsolet, wenn wir uns dann wieder in der Schule tatsächlich sehen können. Aber wir haben es zum Beispiel in Mathematik so, dass wir neben den Materialien von uns auch noch mit einer kostenlosen Lernplattform zusammenarbeiten, wo man eben relativ einfach auch Lerninhalte zuweisen kann. Die ist recht auffordernd gestaltet. Die Schüler können dann dadurch Punkte sammeln. Das bietet einfach für uns auch die Möglichkeit, an der Stelle zu differenzieren. Und wenn man sieht, in der Klassenarbeit wurde zum Beispiel das Teilgebiet eher schwach bearbeitet, dass man den Schülern dann da die Möglichkeit geben kann und nochmal gezielt Inhalte zuweist, die eben dann individuell bearbeitet werden können und trotzdem im Präsenzunterricht dann auf die gleichen Ausgangsvoraussetzungen bauen kann. Das heißt, dass man einfach den Schülern so noch weitere Lernmaterialien zur Verfügung stellt als Differenzierung. Und ich möchte noch einen Satz zur vorherigen Frage verlieren, zu der Struktur. Es ist ein bisschen untergegangen, aber ich habe das vorhin selber zum ersten Mal gehört, dass der Karl erzählt hat, dass er morgens erst mal 10 Minuten rausgeht für seinen Schulweg. Das fand ich ein ganz tolles Beispiel und ich glaube, das zeigt auch, dass die Schülerinnen und Schüler selber auf ganz tolle Ideen kommen, sich den Alltag zu strukturieren und dass es da unser Bestreben sein sollte, zwischen den Schülern zu vernetzen, dass sie sich gegenseitig austauschen und eben da auch solche Tipps untereinander austauschen und das eben vielleicht wie bei den Videokonferenzen jetzt sagen, ich habe das und das gemacht, das funktioniert bei mir gut, ich mache es immer so. Das fand ich ganz toll von Karl, das Beispiel. Ja, das können wir auch nur bekräftigen und genau das ist der Grund, warum wir Schülerinnen und Schüler in diesem Webinar mit dabei haben, weil wir diese Perspektive gerne mit dabei haben und da gerne auch die hilfreichen Tipps und Tricks und daher Karl, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wir würden jetzt nochmal Fragen aus dem Chat beziehungsweise auch gerne Personen, die sich vielleicht nochmal per Audio, per Video hinzuschalten wollen. Wir gucken gerade einmal durch den Chat. Es war die Frage, das wurde zum Teil schon sozusagen beantwortet, aber vielleicht jetzt auch nochmal auf der Tonspur. Hat denn diese virtuelle Schule zu einem Mehr im Team sozusagen? Also gibt es mehr Teambestrebungen? Und hat es sozusagen dazu geführt? Oder sagt man, oh nee, die Lehrkräfte sind doch eher Einzelkämpfer und jede Klasse ist da anders? Gerne von beiden Schulen. Ich kann ja mal kurz starten. Also ich denke, dass bei uns das Team bisher auch schon
sehr, sehr stark agiert, gemeinsam agiert, einfach dadurch, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler so eng in den Blick nehmen. Und hier wurde gerade auch im Chat gefragt, ne, wie wird der Kontakt zwischen den Bezugspersonen im Alltag etabliert, dass man bisher sozusagen ja immer sich mit seinen Tutanten trifft, quasi irgendwie einmal im Monat oder zweimal im Monat und jetzt eben telefonisch dahinterher telefoniert. Weil dadurch natürlich, dass jeder Kollege oder jede Kollegin bestimmte Schüler so eng begleitet, dann auch natürlich der Zusammenhalt im restlichen Kollegium sehr eng sein muss, weil man eben mit Themen und Problemen dann immer sofort sozusagen auch mit den übrigen Lehrern im Kontakt steht und sich austauschen muss. Also dieses so reine Einzelkämpfertun, dass jeder guckt, was er mit dem Schüler, den er da vor sich hat, irgendwie so anstellt, das haben wir versucht schon ohnehin aufzubrechen. Aber jetzt eben, also das, ich will nicht sagen, dass wir weiterhin nur digitale Teamkonferenzen machen, ne? Aber ich habe schon auf jeden Fall gemerkt, dass wir deutlich schneller mittlerweile darin sind, gemeinsam tatsächlich auch so in so einer Chatstruktur Fragen zu klären oder uns auch gegenseitig sozusagen mit Dateien und Best Practices auszuhelfen, einfach weil man sich gewöhnlich sozusagen in einem Lehrerzimmer oder in einer Konferenz da solche Sachen einfach nicht so einfach zuruft sozusagen, ne? Und das doch jetzt eine ganz schöne Anlasskultur sozusagen ist, dass man das sofort einfach mit Kollegen Sachen teilt, wenn man einfach weiß, so alle freuen sich dann auch jetzt gerade in diesen Zeiten eben über die Unterstützung. Lustig, so, ich meine, normalerweise freut man sich auch, ne? Aber sozusagen jetzt gerade in dieser so ein bisschen Stresssituation merken es alle noch mal so ein bisschen mehr. Wir haben jetzt im Chat keine weiteren Fragen. Dann die Bitte unsererseits, ich werde das auch gleich nochmal einblenden, aber jetzt in den Chat auch stellen, einen Link zu unserem Feedback, wie Sie die heutige Sitzung empfunden haben. Edkimo ist ein Feedback-Tool, was Sie als Lehrkraft auch gerne nutzen können, aber natürlich auch Schülerinnen und Schüler nutzen können. In NRW ist zum Beispiel kostenfrei. Und genau, da würden wir Sie bitten, einfach die 5 Fragen, die wir für Sie bereitgestellt haben, sozusagen zu beantworten. Gerne würden wir auch noch wissen, worüber Sie zu uns gekommen sind auf das Webinar, aber auch, was sind noch weitere Themenwünsche, die Sie für diese Webinarreihe haben. Und genau, da würden wir Sie einfach bitten, wenn Sie 2-3 Minuten noch Zeit haben, entweder über den Link oder per QR-Code, den man einscannen kann mit dem Smartphone, uns da die Fragen einmal zu beantworten. Bevor Berit Moosbrugger da nochmal sozusagen das abrundet zum Schluss. Dann geben wir gerade an der Stelle noch eine Sekunde. Ja. Genau. Durch den QR-Code geht das ja heute alles ganz schnell und ganz flott. Ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank für die tollen Impulse. Das hat irre Spaß gemacht. Und ich nehme mal mit, dass sich Struktur im Teamwork irgendwie super gut gestalten lässt. Und zwar mit einer Arbeitsteilung und auch einer guten Abstimmung im Kollegium. Einmal nicht nur für die Struktur der Schüler und Schülerinnen, aber auch zur Entlastung im Kollegium. Und Frau Rieger, ich fand das Thema Anlasskultur gerade ganz schön. Ja? Ich finde es toll, dass Sie diese Anlasskultur nutzen und Teamarbeit nach vorne bringen. Differenzierung wird gerade wirklich möglich. Das ist ein tolles, eine tolle Erkenntnis, die glaube ich, vielen Freude macht. Und trotz der Differenzierung, die möglich ist und der individuellen Bearbeitung von Aufgaben, hilft natürlich trotzdem der zeitliche Rahmen, den Schülern ohne das Korrektiv Unterrichtsstunde eine gute Struktur darstellen zu können. Und mit diesen tollen Lerneffekten und Impulsen von Ihnen gehen wir in diese Woche und widmen uns dann zum Ende der Woche am Freitag der Führungsherausforderung und lassen uns von Tandems erklären, wie Sie gerade virtuell die Schule führen. Und in der kommenden Woche möchten wir gerne aus Tandems, aus Eltern und Lehrkräften hören, wie dieses Team funktionieren kann und wie man dort im Team die aktuellen Herausforderungen gemeinsam wuppen kann.
Ich muss noch einmal kurz einhaken, und zwar hatten wir eigentlich besprochen, dass jetzt der Freitag um 14.30 Uhr der Termin ist. Und ich sehe es gerade, dass ich es für den 15. eingetragen habe. Also bitte entschuldigen Sie, am Freitag, 8. Mai, 14.30 Uhr starten wir mit virtueller Teamschulung Klassenführung neu verstehen. Freitag, 15. Mai, 14 Uhr. Also bitte einmal die Uhrzeit umdrehen. Und wie gesagt, gerade im Chat hatte ich nochmal geschrieben, dass wir Webinare zur Einführung von Microsoft Teams, Accenture und Pacemaker Initiative, sehr gerne, kommen Sie da auf uns zu. Und die Termine stehen auch bald fest und wir kommunizieren die. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, Berit, und vielen lieben Dank. Danke für den Hinweis, genau. Und auch hier der QR-Code. Und wenn Sie den benutzen, dann werden Sie dort auch nochmal die korrekten Uhrzeiten sehen. Wunderbar. Und wir freuen uns auf alle, die jetzt noch im Anschluss bei einem persönlichen Austausch, im persönlichen Austausch noch ein paar Minuten bei uns bleiben möchten. Vielleicht auch die ein oder andere persönliche Frage an die Tandems richten wollen. Sie sind herzlich eingeladen, und für alle anderen, ja, eine tolle virtuelle Woche. Bleiben Sie gesund.